Hallo bei den Spielzeugtestern. Bei typischen Hamburger Schietwetter sind wir in Hamburg unterwegs, weil Hanna braucht neue Klamotten. Und ich hoffe, ihr weht nicht weg, weil es ist wirklich stürmisch. Und wir gehen jetzt aber erst, wo gehen wir jetzt hin? Zu einem Bubble Tea Laden. Hanna hat mich gefragt, ob ich schon mal Bubble Tea getrunken habe. Und ich habe gesagt, ja. Und sie möchte jetzt auch unbedingt einen... Oh, ihr habt einen Tropfen mitten aufs Gesicht gekriegt. Und Hanna möchte natürlich auch unbedingt mal einen Bubble Tea probieren. Wir mussten noch mal ganz zurücklaufen, als wir falsch abgebogen sind. Ja, ich habe leider null Orientierungssinn und ich habe Hanna trotz Handy-App falsch geleitet. Und jetzt sind wir aber in den Kolonnaden und jetzt sind wir richtig. Jetzt müssen wir nur noch Haus Nummer 15 finden. Ja, das ist mega. Und meine Brille ist voll mit Regen. Ja, das war mega lang. Und pass auf, gleich hat der Laden zu. So, jetzt, wir haben den großen Bubble-Tee gefunden und Hanna sieht ihn nicht. Ich glaube, weil deine Brille dreckig ist. Da ist es. Da ist der große Bubble-Tee. Also ich denke mal, wenn die das rausgestellt haben, dann werden die auch offen haben. Nee, wir müssen nach unten. Aber guck mal, wir können ja erstmal hier gucken. Und da sind die Schaukeln. Die sind sogar frei. Was wir wollen. So. Ja, musst du lesen. Grüntee, Kolonnentee, Schwarztee. Milchtee, Neptun, Pudding, Schokolade, Cream Cheese, Mousse. Step 1, Getränk auswählen. Größe, okay. Getränk. Oh Gott, das wird kompliziert, Schnucki. Ich glaube, es wird kompliziert. Was meinst du? Wollen wir einfach reingehen und gucken? So, jetzt sind wir hierher gedackelt, nass, mit beschlagenen und nassen Brillen. Ja. Und dann steht da unten plötzlich Öffnungszeiten 14 bis 20 Uhr, obwohl online stand ab 10. Ich krieg die Krise. Da gehen wir jetzt doch erst zu C&A. Ja. So, es wird immer feuchter von oben. Wir gehen jetzt hier gerade am Alster-Pavillon lang. Und es ist inzwischen Mittag, 12 Uhr. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir einfach erstmal essen gehen. Ne? Ja. Und da wir uns nicht entscheiden können, gehen wir in die Europapassage, weil Hanna gerne chinesische Nudeln möchte. Ja. Und ich denke mal, das wird es da geben. Ich war da ja auch schon ewig nicht mehr. Ja. Von daher, die Dame hat mich gerade ganz blöd angeguckt, warum ich mit einer Kamera rumrenne. Das ist aber auch echt ein bisschen doof immer noch, nach all den Jahren. Und könnt ihr da drüben vom Alsterhaus die Orangen sehen? Moment, Bus. Die sind riesig und das sind keine Aufdrucke, das sind wirklich große Luftkissen. Riesige Luftkissen sind das. Wir sitzen jetzt in der Europapassage. Hanna hat chinesische Nudeln mit ein bisschen Ente und ich habe Pizza von Pizza Hut. Und jetzt lassen wir uns erstmal schmecken und dann gehen wir zu C&A, ne? Ja. Wir haben gegessen. Hanna lässt sich jetzt noch ihren Nachtisch schmecken. Ich hatte nämlich von zu Hause so einen Nutella-Snack mit. Und dann geht's wirklich endlich zu C&A. Ja. Klamotten gucken. Und wir haben hier auch einen Bubble-Tea-Laden gefunden. Und da wir nachher sowieso zum Parkhaus hier zurück müssen, nehmen wir uns da nachher eins mit, bevor wir ins... Abgebrochen? Ja. Bevor wir ins Auto gehen. Dann brauchen wir nicht nochmal da hinten hinlatschen, obwohl ich das rausgesucht hatte, weil die halt Schaukeln haben. Und ich habe gedacht, das ist ganz witzig für euch zu sehen, aber dann wären es halt keine Schaukeln. Mit den Witzen vor dahin. Wohin? Zu welchem? Nee, Da gehen wir nachher hin, wenn wir zum Auto gehen, Schnucki. Ich will nicht mit dem Bubble Tea im Regen draußen rumrennen. Ein riesen Lindhase mit ganz vielen Lindhäschen und noch mehr Lindhäschen und mein persönlicher Hase. Wir haben es geschafft und Hanna hat Minecraft-Sachen entdeckt, aber wir müssen eigentlich eher darüber. Ist mir egal, ich liebe Minecraft. Das ist aber nicht so schön. Mein Kind, das darfst du dann zum Daddeln anziehen, okay? Hanna liebt ja so Onesies, also so Jumpsuits. Ja.
Und das ist einer und der könnte passen. Ja. Und hier hängt auch noch einer und wir haben das hier ausgesucht. Ja. Gib mal her. Und der da oben. Ach, das ist gar kein Jumpsuit, oder? Da steht Zweier-Set. Ja. Dann ist das eine Hose und ein Oberteil, ha? Huh? Oh, upsie. Can you pick it up, please? Ein Zweier-Paar? Nee, das ist ein ein Hausanzug. Ja. Kannst du mir das mal geben? Das mit dem? Kannst du mir das, der ist zu groß. Kannst du mir das mal geben? Bitte. Warum bückt die Mama sich denn nicht selber? Weil ich ein Kind habe, das ich bücken kann für mich. Sonst mache ich schon immer alles. Guck, ich muss das auch tragen hier. Du musst nach der anderen Größe gucken, Schnucki. Ja. 170 ist, bist du noch nicht. Ja, es wäre auch ein bisschen zu teuer. Aber es sieht sehr, sehr gemütlich aus. Es ist nur ein bisschen zu teuer. Weißt du, wie viel? Na? 30 Euro. Dafür sind es zwei Teile. Ja. Aber... Ach, das sind nur... Hä? Wo ist denn der Rest dazu? Ja, die anderen wurden alle da raus. Und das hier? Das ist mit Tweety. Wo kommt denn das her? Das hier ist das einzige... Ja, aber das hier sind nur Oberteile. Ja, das ist es. What? Da hast du schon mal was gefunden? Ach, das ist mit Tweety. Okay, ja. Vielleicht finden wir es ja noch. Ich trete hier ständig auf deine Klamotten. Hanna holt jetzt gerade mal eine Tasche, weil ich bin hier schon bepackt und wir haben hier Pyjama mit Minecraft entdeckt und da sind wir jetzt gerade am gucken. Ja. So, das müssen wir gleich noch mal kontrollieren, was wir da jetzt eigentlich alles haben, Schnucki. Oh, mach mal die Tasche richtig auf. Was ist los? Der Laden hier schließt ja, weil hier, glaube ich, Asbest drin ist. Das ist ein Stoff, den man früher benutzt hat, um Häuser zu bauen. Und heutzutage ist das aber verboten. Und das fünfte Geschoss ist schon komplett leergeräumt. Da darf man gar nicht mehr hin. Und guck mal hier, meine Abteilung für die XXL-Damen. Sieht auch echt kläglich aus. Das ist hier der Rest. Da-da-dum. Wenigstens Tom und Jerry ist noch da geblieben. Kann ich noch anziehen. Die Looney Tunes. Nee, danke. Das ist das Pferd, auf dem ich schon als Kind gesessen habe. Ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ist. Naja, ist aber defekt. Ja, naja, vielleicht ist es gar nicht defekt, aber sie nutzen es einfach nicht mehr. Ah. Tschüss, Pferdchen. Tschüss, bis immer. Wir haben einiges gefunden. Die Tasche ist randvoll und jetzt geht's zur Kasse. Ja. Wir sind wieder raus und zeig mal, was du unbedingt mitnehmen wolltest. Ein Ring. Der passt aber nur um den Mittelfinger, ne? Ja. Ist er nicht zu locker? Nee. Ich habe ja Angst, dass... Naja, das sieht tatsächlich relativ fest aus. Glücklich? Oh. So, jetzt gucken wir nochmal nach Schuhen und dann geht's nach Hause, beziehungsweise Bubble Tea und dann nach Hause. Ja, und... Ja? Und ein Starbucks. Da! Hanna hat ihren ersten Bubble Tea. So, wir haben es geschafft, den Strohhalm reinzupieken. Hast du einen Bubble erwischt? Und der ist sauer? Und der Tee selber schmeckt aber. Würdest du wieder kaufen oder eher Starbucks? Starbucks ist immer noch besser. Das hatte ich befürchtet. Wir haben es zurück ins Auto geschafft. Ich bin groggy. Du hast noch gute Laune? Ja. Dabei geht Hanna gar nicht gerne einkaufen. Was hast du gerade ausgerechnet? Wie lange waren wir jetzt hier? Unser Preis war 12 Euro. Ein Parkticket. 12 Euro. Ja. Wir waren 4 Stunden da, also hat eine Stunde insgesamt 3 Euro gekostet. Wir waren 4 Stunden also da. Das kommt mir eigentlich noch länger vor, du hast meine Maske runtergeschmissen. Sorry. Ja, danke. Und Hannas Fazit zum Bubble Tea ist?
dass der Tee ganz gut schmeckt. Aber die Bubbles sind mir ein bisschen sauer. Das finde ich gar nicht. Ich finde, die sind gar nicht sauer. Und es regnet immer noch. Das Nervige ist, dein Ring, ne? Darüber freue ich mich am meisten. Ja, das macht. Und der Bubble Tea hat 5 Euro gekostet. Das ist im Prinzip Tee mit ein bisschen Blubberpad. Aber die ploppen wenigstens im Mund. Ja. Guck mal, ich glaube, ich muss mal das Gebläse ein bisschen anmachen. Autos. Autos? Ach so. Warte. Ein weiter rüber. Ich sag Autos und Mama guckt gegen die Wand. Ja, ich habe gedacht, du meinst, da kommen Autos, ich soll aufpassen. Aber du meinst, da sind Autos auf dem LKW. Ja. Aber wir waren erfolgreich. Ja. Wir flotte Friese, aber ich sehe bestimmt auch nicht besser aus. Nee. Wir sind aber auch echt pitschnass geworden, ne? Haare machen heute Morgen, hätte ich mir echt sparen können. Du sollst sie mir rüber machen. Achtung! Das ist zu locker. Ja, mir passt der besser. Also eine erfolgreiche Ausbeute. Wir haben 2-3 Hosen. Ja. Sehr viele T-Shirts. Ja. Das heißt, jetzt kann das Wetter mal besser werden. Ja, einen Onesie. Und einen kurzen Onesie hast du auch noch. Ja. Den rosa, ne? Und insgesamt 3 Pyjama. Pyjamas. 2. Einmal den von Minecraft und den weichen, kuscheligen, der im Angebot war. Und warum der rote Strohhalm? Weil ich immer Strohhalme mitnehme. Weil diese Pappstrohhalme so ätzend sind. Aber für den Bubble-Tee muss man ja diesen großen, weil sonst passen ja die Bubbles nicht durch. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Ja. Und was ist für mich abgefallen? Der Bubble-Tee. Ja. Und einmal nass werden, wie so ein Pudel.